Namaste. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe euch heute eine kleine Sequenz zum Einschlafen mitgebracht. Wenn ihr manchmal Probleme habt und mit dem Tag noch nicht so richtig abschließen konntet und ihr merkt schon, wenn ihr euch ins Bett legen wollt, das wird nichts, dann probiert es einfach mal mit dieser kurzen Sequenz. Vielleicht klappt es ja. Bevor wir beginnen, wollen wir im Sitz einmal ankommen, ganz kurz die Augen schließen, ankommen in dem Raum, in dem wir üben. Ankommen beim Yoga. Und ankommen bei uns selbst. Nehmt den Kontakt eures Körpers zum Boden wahr. Nehmt wahr, wie schwer oder leicht es euch fällt, den Rücken aufgerichtet zu lassen. Wandert einmal kurz durch euren ganzen Körper. Von den Füßen über die Beine, Beckenbereich, Rumpf, Arme, Schultern bis zum Kopf. Registriert alles, was in eure Wahrnehmung kommt, aber bewertet. Dann geht mit eurer Aufmerksamkeit zu eurem Atem. Nehmt den Atem wahr, so wie er jetzt ganz von alleine fließt, gesteuert durch unser Atemzentrum. Dann geht mit eurer Aufmerksamkeit zu eurem Stirnraum und nehmt wahr, welche Gedanken da im Moment noch kreisen, euch beschäftigen, was ist noch im Kopf vom Tagesgeschehen oder vielleicht schon seid ihr bei morgen, bei der Planung. Nehmt einfach nur wahr, was da oben los ist. Schaut euch die Gedanken kurz an und dann lasst sie weiterziehen. Dann nehmt einen tiefen Atemzug und kommt wieder mit allen Sinnen nach außen und öffnet die Augen. Wir beginnen mit dem Wechselatem mit Nadi Shodhana. Dazu nehmen wir die rechte Hand, wenn ihr Rechtshänder seid, und beugen Zeigefinger und Mittelfinger zur Handfläche und verschließen mit dem Daumen das rechte Nasenloch und mit dem Ringfinger das linke Nasenloch. Wir beginnen über links einzuatmen, also der Daumen zum rechten Nasenloch. Wir atmen über links ein und aus. Verschließen mit dem Ringfinger das linke Nasenloch, öffnen das rechte, den Daumen zur Seite. Atmen über rechts ein, verschließen, atmen über links aus. Atmen über links wieder ein. Verschließen, öffnen rechts, atmen aus. Immer der gleiche Rhythmus. Einatmen rechts, verschließen, links aus und wieder ein. Verschließen, rechts öffnen, aus und wieder ein. Wenn ihr euch an den Rhythmus gewöhnt habt, dann macht ganz kleine angenehme Pausen zwischen Ein- und Ausatmen. Könnt auch gerne wieder die Augen dazu schließen.
beide Schultern sind entspannt. Beendet, indem ihr über beide Nasenlöcher gleichzeitig ausatmet. Und öffnet wieder die Augen. Das erste Asana ist die sitzende Vorbeuge, Vorwärtsbeuge, Paschimottanasana. Dazu setzen wir uns in den Langsitz, strecken die Beine, flexen die Füße, ziehen die Sitzbeinhöcker so ein bisschen nach hinten, beziehungsweise die Gesäß helfen, dass wir die Sitzbeinhöcker spüren können. Und wir machen das erst ein paar Mal dynamisch. Das heißt, einatmen, die Arme über die Seiten nach oben, richtig lang nach oben ziehen, aus der Hüfte heraus, beugen wir uns nach vorne und atmen dabei aus. Wieder einatmen, strecken, lang ziehen und ausatmen. Und nach vorne beugen. Noch einmal. Dann wollen wir den Rücken aufgerichtet lassen, die Hände auf die Oberschenkel legen und langsam mit den Händen nach unten wandern. Aber den Rücken ganz gerade lassen dabei. Also nicht rund werden, sondern gerade. Kommt auch nicht darauf an, wie weit ihr die Hände nach unten bewegen könnt. Der Rücken bleibt gerade und Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Schultern weg von den Ohren, Brustbein leicht gehoben. Langsam wieder aufrichten. Unser nächstes Asana ist die gebundene Winkelhaltung. Dazu bringen wir die Fußsohlen zusammen. Ziehen die Fersen möglichst dicht zum Gesäß. Fassen mit beiden Händen die Fußspitzen und lassen die Knie, die Oberschenkel so locker wie es möglich ist. Und auch hier mit geradem Rücken wieder leicht nach vorne kommen. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Dass die Muskeln auf den Beininnenseiten nachgeben, dann lasst die Knie ein kleines bisschen weiter nach außen sinken. Aber nur was locker und leicht geht, keine Anstrengung. Und langsam wieder los. Jetzt strecken wir unser linkes Bein leicht nach links ausgestellt und setzen die rechte Fußsohle an die Innenseite des linken Oberschenkels. Also eine Kopf zum Kniehaltung, Jhana Shirsh Asana. Dazu strecken wir die Arme nach oben, drehen den Oberkörper leicht nach links zum linken Bein und ausatmen, lassen wir den Oberkörper nach vorne sinken und auch hier wieder den Rücken gerade lassen. Fuß ist flex. Schultern wieder weg von den Ohren. Und langsam wieder nach oben kommen. Und Beinwechsel. Das rechte Bein ausstrecken. Fuß
Fußsohle des linken Fußes innen an den rechten Oberschenkel. Wieder einatmen, strecken, den Oberkörper etwas auf das rechte Bein zu bewegen. Und ausatmen, wieder Knie oder Schienbein, da wo ihr hinkommt, fassen. Rücken gerade, Fuß ist flex. Dann löst auch hier wieder langsam auf. Wir machen weiter in der Rückenlage. Könnt die Hände falten, Zeigefinger aneinander legen, die Arme strecken, den Rücken rund machen und ganz langsam nach unten in die Rückenlage kommen. Wir machen gleich weiter mit noch einer gebundenen Winkelhaltung im Liegen, Supta Baddha Konasana. Wir legen wieder die Fußsohlen aneinander. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ein Bein höher ist als das andere, drückt die Fußsohlen nochmal ganz fest zusammen und lasst los. Die Arme können locker neben dem Körper liegen. Ihr könnt auch hier die Augen schließen für einen Moment. Dann lasst los auf den Beininnenseiten, im unteren Rücken. In den Schultern. Dann bringt mit Hilfe eurer Hände die Beine wieder ganz sanft zur Mitte. Lasst die Beine aufgestellt, ungefähr hüftbreit geöffnet. Wir wollen eine Vorübung für die Schulterbrücke machen. Und zwar wollen wir unser Becken vor und zurück rollen. Ganz entspannt. Ziehen einmal das Schambein nach von oben und rollen zurück in ein kleines Hohlkreuz. Den Rücken in einer neutralen Position liegen. Nehmt jetzt mal die Hände nach hinten, weil ihr genug Platz habt, um die Arme nach hinten auszustrecken. Wir wollen jetzt ein paar Mal dynamisch in die Schulterbrücke kommen. Die Füße sind hüftbreit geöffnet, Fersen möglichst dicht zum Gesäß. Einatmen, Arme mit anheben, Becken heben, Rücken aufrollen in die Schulterbrücke. Ausatmen, wieder Rücken senken, Gesäß und Arme auf. Einatmen, wieder aufrollen und aus, zurück. Einmal noch. Dann lassen wir die Arme jetzt neben dem Körper, kommen wieder in die Schulterbrücke. Und führen jetzt unsere Arme unter den Rücken. Probeln die Oberarme auch so ein bisschen unter den Rücken. Falten die Hände. Unsere Schulterblätter ziehen zur Wirbelsäule. Und die Knöchel, die Fingerknöchel, ziehen Richtung Füße. Spannt das Gesäß. Und dann löst die Hände wieder voneinander, nehmt die Arme wieder zur Seite, kommt ganz spürsam zurück, zieht die Oberschenkel zum Bauch, legt die Hände auf die Knie, ausatmen, Oberschenkel ganz dicht zum Bauch, einatmen, Arme strecken, Knie nach vorne schieben.
lass die Oberschenkel auf den Bauch. Fass mit beiden Armen die Schienbeine. Bleib da einen kleinen Moment in der Dehnung. Dann führt die Hände noch einmal auf die Knie. Bring die Oberschenkel ungefähr senkrecht und bewegt die Knie so, dass ihr wieder mit dem unteren Rücken auf der Matte kreisen könnt. Ganz entspannte, kleine Kreise. Ein paar Mal rechts herum und ein paar Mal links herum. Und dann haltet in der Mitte an, dass die Beine wieder nacheinander auf den Boden kommen. Unser letztes Asana ist ein gestützter Schulterstand. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn ihr eine freie Wand zur Verfügung habt, ist das die entspannendste Variante, indem ihr mit dem Gesäß ganz dicht zur Wand rutscht und dann die Beine an die Wand legt. Die Arme könnt ihr ganz entspannt zur Seite ablegen. Füße sind entspannt, dann schließt die Augen. Solltet ihr keine freie Wand zur Verfügung haben, könnt ihr euer Sitzkissen benutzen, um in den aufgestützten Schulterstand zu gehen, indem ihr das Kissen unter eurem unteren Rücken platziert und dann die Beine hebt. So dass ihr keine Halterarbeit mehr habt, dass die Beine quasi von ganz alleine da oben bleiben. Die Arme auch wieder vom Körper entfernt. Und dann schließt die Augen. Spürt in diese Haltung hinein. Nehmt euren Atem wahr, das ruhige Einströmen und Ausfließen des Atems. Ihr könnt in dieser Haltung so lange verweilen, wie ihr mögt. Wenn ihr das Gefühl habt, dass die Welt schwere so langsam kommt, und löst die Haltung auf. Und dann legt euch heute mal mit Shavasana ins Bett. Ich wünsche euch eine gute Nacht mit vielen schönen Träumen. Bis zum nächsten Mal. Namaste. Tschüss.